Hallo zusammen. Beim letzten Mal haben wir schon gesagt, dass das Problem der Unsterblichkeit eigentlich ein Spezialfall eines anderen Problems in der Philosophie ist, nämlich des Problems der personalen Identität. Heute wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, was eigentlich dieses Problem ist, wie man es lösen könnte und was für Konsequenzen das für unsere Frage nach der Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod haben könnte. Dieses Problem der personalen Identität, das ist ein sehr wichtiges Problem in der Philosophie, das in vielen Bereichen eine Rolle spielt. Also es kommt vor in der Philosophie des Geistes, es kommt vor in der Ethik, es kommt vor in der Anthropologie und es liegt sozusagen am Schnittpunkt zwischen theoretischer und praktischer Philosophie, weil eben der Begriff der Person in diesen beiden Feldern irgendwie eine wichtige Rolle spielt und weil bei der Diskussion über den Begriff der Person sowohl theoretische als auch praktische Aspekte mit einfließen. Unter anderem ja, ist das eben bei der Frage nach einer personalen Unsterblichkeit der Fall. Dieses Problem der personalen Identität hat zwei Teile und diese Teile sind, naja, wenig überraschend, einmal das Problem der Personalität und einmal das Problem der Identität. Entsprechend gibt es für dieses Problem der personalen Identität zwei Grundfragen, die darin verhandelt werden. Die erste Frage betrifft den Begriff der Person, also was ist eigentlich eine Person, was macht eine Person aus? Und die andere Grundfrage ist die, was ist die Identität einer Person? Was macht die Identität einer Person aus? Das heißt, was garantiert, dass eine Person immer dieselbe Person bleibt im Verlauf der Zeit? Fangen wir mal mit der ersten Grundfrage an, also mit der Grundfrage nach dem Begriff der Person. Dieser Begriff der Person leitet sich historisch betrachtet vom lateinischen Wort persona ab. Und persona heißt wörtlich übersetzt die Maske. Maske nämlich im Sinne von Maske im Theater, also die Maske, die ein Schauspieler trägt, wenn er eine bestimmte Rolle spielt. Das ist durchaus mit der heutigen Bedeutung des Begriffs verwandt, nämlich Maske im Sinne von Person heißt diejenige Person oder der Charakter meinetwegen in einem Stück, die ein Schauspieler darstellt. Also unterschieden von dem konkreten Schauspieler ist nochmal die Person, die er darstellt, verkörpert durch seine Maske. Als philosophischer Begriff hat dieses Konzept der Person eigentlich theologische Wurzeln, also stammt aus einem theologischen Kontext. Es geht nämlich um die Frage nach der Dreifaltigkeit Gottes. Für viele spätantike Theologen, der wichtigste hier in dem Kontext, das wäre der Boethius, also für viele spätantike Theologen ist es ein wichtiges Problem zu klären, wie es einen Gott geben kann, also einen einzigen, einen Monotheismus-Gott geben kann, der aber zugleich in Christus Mensch geworden ist. Wie bekommt man diese Konzepte miteinander zusammen? Also einerseits Monotheismus, es gibt nur einen Gott, andererseits gibt es aber Gott Vater, Gott Sohn, also Christus als den Mensch gewordenen Gott und dazu noch den Heiligen Geist Gottes. Wie kriegt man drei Götter in einen? Die Lösung lautet, es ist ein einziger Gott, aber ein Gott in drei Personen. Und der Boethius ist es auch, der hier diesen Begriff einführt in den philosophischen Kontext. Dieser Gott ist ein einzelnes Wesen, das aber in drei Substanzen oder eben in drei Personen manifestiert ist. Auch wenn der Ursprung des Personenbegriffs jetzt aber ein theologischer ist, bedeutet das nicht, dass er im heutigen Gebrauch immer noch so verstanden wird. Der heutige Gebrauch ist unabhängig von diesen theologischen Wurzeln, obwohl natürlich auch das Konzept der Person innerhalb der philosophischen Theologie weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Wenn man sich die heutige Bedeutung anschaut, dann muss man feststellen, dass der Begriff der Person drei verschiedene Bedeutungsaspekte hat. Zum einen ist da eine metaphysische Bedeutung, eine moralische Bedeutung und schließlich eine juristische Bedeutung des Personenbegriffs. Metaphysisch heißt, naja, Personen sind Wesen mit bestimmten mentalen oder eventuell auch körperlichen Eigenschaften, also zum Beispiel Vernunft, Sprache, Handlungsfähigkeit und so weiter. Dazu gleich noch mehr, was das für Eigenschaften sind. In einem moralischen Sinne heißt Person sein, Personen sind Wesen, die verantwortlich gemacht werden können für das, was sie tun. Personen sind frei in ihren Entscheidungen. Sie tragen daher die Verantwortung für ihre Handlungen. Personen im moralischen Sinne sind auch Wesen, die eine Würde haben. Eine Würde, das muss man jetzt im Gegensatz zum Begriff des Wertes verstehen. Ein Wert ist etwas, das als Preis ausgedrückt werden kann, das einfach in Geldwerte übersetzt werden kann beispielsweise. Eine Würde hingegen nicht. Also Würde ist eine, ein,
ja, nicht bezifferbarer Wert einer Person. Aus der Würde einer Person ergeben sich dann auch bestimmte Rechte, die nur Personen haben. Also zum Beispiel das Recht auf Selbstbestimmung, das nur besonderen Umständen eingeschränkt werden darf. Mit einer Formulierung von Immanuel Kant kann man das dann auch so ausdrücken: Eine Person darf nur als Zweck, aber niemals als Mittel gebraucht werden. Also ich darf niemals eine Person wie einen Gegenstand beispielsweise als bloßes Mittel zum Zweck einsetzen, sondern muss die Person immer als Zweck in sich selbst betrachten. Nur das ist vereinbar mit dem Gedanken, dass die Person eine unveräußerliche und unverletzliche Würde besitzt. Juristisch nun, juristisch heißt Person sein, Rechtssubjekt zu sein. Also Personen sind Rechtssubjekte, das heißt, sie können innerhalb eines bestimmten Rechtssystems Rechte und Pflichten haben. Das hängt natürlich mit dem moralischen Begriff der Person zusammen. Also üblicherweise würde man sagen, dass eine moralische Person auch eine juristische Person sein sollte und umgekehrt. Und wenn wir schon dabei sind, der moralische Begriff hängt natürlich auch mit dem metaphysischen zusammen, denn die moralischen Eigenschaften einer Person, verantwortlich zu sein, Würde zu haben und so weiter, hängen von ihren metaphysischen Eigenschaften ab, die sie als Person qualifizieren. Aber man muss trotzdem auf einen Unterschied hinweisen. Juristische Personalität ist immer nur relativ zu einem bestimmten Rechtssystem zu verstehen. Also es kann sein, dass jemand oder etwas, müsste man jetzt sagen, in dem einen Rechtssystem als Person akzeptiert wird, im anderen Rechtssystem aber nicht. Moralische Personalität hingegen ist absolut. Also entweder sind sie im moralischen Sinne personal und verantwortlich für ihre Handlung oder sie sind es nicht. Diese Differenz von juristischer und moralischer oder metaphysischer Personalität, das ist eine wichtige Ursache von Konflikten, die wir aus der Gegenwart und aus der Geschichte kennen, in denen es um die Anerkennung als Person geht. Also zum Beispiel die Anerkennung einer Minderheit, der kein personaler Rechtsstatus zuerkannt wird. In solchen Konflikten geht es immer darum, dass man eine bestimmte Gruppe von Menschen beispielsweise im juristischen Sinne nicht als Personen betrachtet, obwohl sie in moralischer und in metaphysischer Hinsicht eigentlich Personen sein müssten. Für uns ist von diesen drei Bedeutungen natürlich vor allen Dingen der metaphysische Personenbegriff interessant. Das moralische Konzept der Person ist nur am Rande für uns wichtig. Das ist vor allen Dingen dann von Bedeutung, wenn es um Fragen der Zurechenbarkeit geht. Also wen kann ich für irgendwelche Taten verantwortlich machen? Unter welchen Bedingungen bin ich verantwortlich für das, was ich getan habe? Oder anders, wenn es um Fragen von moralischen Rechten geht. Also wer hat ein Recht auf Leben? Wer hat ein Recht auf Selbstbestimmung? Ab wann ist jemand oder etwas eigentlich eine Person, der all diese Rechte zukommen können? Und so weiter und so fort. Das betrifft eine ganze Reihe von Problemen in der praktischen Philosophie, also gerade für die Themen in der Bioethik, der Medizinethik, der Tierethik ist diese Debatte um den moralischen Personenbegriff extrem relevant. Für uns, denen es hier um Unsterblichkeit geht, ist das eigentlich nur am Rande wichtig. Es könnte eventuell von Bedeutung sein, wenn es um die Frage von Lohn und Strafe geht, also Lohn und Strafe im Leben nach dem Tod und inwiefern ich als unsterbliche Seele vielleicht bestraft werden könnte für das, was ich als menschliche Person auf Erden getan habe. Dann kommt der moralische Personenstatus wieder zum Zug. Aber wie gesagt, das ist eher ein Randproblem, mit dem wir uns hier nicht so intensiv beschäftigen müssen. Bevor wir uns jetzt allerdings genauer fragen können, was eine Person ist, müssen wir noch eine Sache klarstellen, nämlich wir müssen klarstellen, was eine Person nicht ist. Personen und Menschen sind nämlich nicht gleichbedeutend. Also der Begriff der Person und der Begriff des Menschen sind nicht identisch. Im Alltag sind die beiden natürlich oft austauschbar. Also wir können zum Beispiel fragen, wie viele Personen sind im Seminarraum? Und dann kriegen Sie die Antwort 10. In dieser Frage können Sie den Begriff Person genauso gut durch Mensch ersetzen und Sie kriegen die gleiche Antwort. Es wäre ziemlich komisch, wenn Sie erst fragen, wie viele Personen sind im Seminarraum und die Antwort lautet 10 und dann fragen Sie, wie viele Menschen sind im Seminarraum und Sie kriegen die Antwort 12. Was ist denn mit den zwei anderen denn los, würden Sie fragen. Also im Alltag ist die Bedeutung von Mensch und Person eigentlich identisch und wir können die beiden Begriffe austauschbar benutzen. Aber Person und Mensch sind nicht dasselbe. Wenn wir philosophisch genauer hinschauen und die beiden Begriffe definieren, müssen wir sagen, weder das eine noch das andere schließt das Gegenteil mit ein. Also weder in die eine Richtung stimmen die beiden Begriffe überein, noch in die andere. Es gibt Menschen, die keine Personen sind und es gibt Personen, die keine Menschen sind.
Beide Begriffe haben zwar eine vermutlich relativ große Schnittmenge, aber sie sind nicht, wie man das sprachphilosophisch sauber ausdrücken würde, koextensiv. Schauen wir uns mal den ersten Fall an. Schauen wir uns den Fall an, Menschen, die keine Personen sind. Gibt es Menschen, die keine Personen sind? Ja, natürlich gibt es Menschen, die keine Personen sind. Das betrifft vor allen Dingen Menschen am Anfang oder am Ende ihres biologischen Lebens. Embryonen im Mutterleib beispielsweise oder außerhalb des Mutterleibs, also in vitro oder sowas, sind natürlich Menschen. Ein Embryo entwickelt sich nicht im Verlauf der Schwangerschaft zu einem Menschen aus irgendetwas anderem, sondern natürlich von Anfang an, vom Moment der Befruchtung an, ist der Embryo ein Mensch, nur eben ein sehr, sehr frühes Stadium eines menschlichen Lebewesens. Aber ein Embryo ist keine Person, sondern er wird erst zu einer Person im Laufe einer natürlichen Entwicklung. Für die Ethik ist das wieder eine sehr wichtige und auch sehr strittige Frage, nämlich ab wann ist eigentlich jemand eine Person? Also beziehungsweise muss man vielleicht ein Embryo doch wie eine Person behandeln, weil es zumindest potenziell eine Person ist oder weil es sich unbeeinflusst zu einer Person entwickeln würde. Aber im eigentlichen Sinne des Wortes ist ein Embryo natürlich noch keine Person. Welche ethischen Konsequenzen daraus folgen, ja, das ist wieder so eine andere Sache, aber rein metaphysisch betrachtet müssen wir sagen, nein, ein Embryo ist keine Person, aber sehr wohl natürlich ein Mensch. Ebenso sieht es am anderen Ende des Lebens aus, nämlich bei Menschen, die zum Beispiel durch Demenz oder durch einen Schlaganfall ihre kognitiven Kapazitäten weitgehend eingebüßt haben. Auch die sind ebenfalls also keine Personen mehr im eigentlichen Sinne des Wortes. Natürlich auch hier wieder ethisch umstritten, ob man sie nicht vielleicht trotzdem so behandeln sollte, als wären sie Personen, weil sie eben mal Personen waren und weil man diese personale Würde vielleicht nicht einfach so verlieren kann durch irgendwelche körperlichen Einbußen. Und Sie sehen, diese ganze Überlegung, wann jemand eine Person ist und wann jemand aufhört, eine Person zu sein, hat massive ethische Implikationen für Fragen nach Schwangerschaftsabbrüchen oder nach Sterbehilfe. Aber metaphysisch betrachtet, der Demente ist keine Person mehr im metaphysischen Sinne. Also typischerweise beginnt ein menschliches Leben mit einer non-personalen Phase, geht dann über in eine meistens eher lange personale Phase und endet oft, wenn auch nicht immer, mit einer weiteren non-personalen Phase. Also hier können wir ganz klar sehen, im metaphysischen Sinne sind nicht alle Menschen Personen. Schauen wir uns den umgekehrten Fall auch nochmal an. Personen, die keine Menschen sind. Das ist jetzt vielleicht etwas schwieriger, aber auch da gibt es klare Beispiele, mit denen man das belegen kann. Erstes und eindeutigstes Beispiel, juristische Personen. Also es gibt auch juristische Personen, wie zum Beispiel Firmen oder Staaten. Firmen oder Staaten können handeln, sie können Verantwortung übernehmen für das, was sie tun und sind deswegen in einem wichtigen Sinne Personen. Natürlich, diese juristischen Personen können nur handeln durch ihre menschlichen Organe. Also wenn beispielsweise Angela Merkel einen bilateralen Vertrag mit einem anderen Staat unterschreibt, dann heißt das jetzt nicht, dass Angela Merkel irgendeine Verpflichtung eingeht, Atomwaffen zu vernichten oder Kredite zurückzuzahlen oder was weiß ich was, sondern der Staat Deutschland als juristische Person geht diese Verpflichtung ein. Durch die Bundeskanzlerin als handelndes Organ dieser juristischen Person. Also der Staat und der Mensch sind nicht identisch. Angela Merkel ist nicht die Bundesrepublik Deutschland. Von diesen Konzepten sind wir Gott sei Dank seit mehreren Jahrhunderten weitgehend weggekommen. Juristische Personen sind aber natürlich im metaphysischen Sinn keine Personen. Also der Staat Deutschland ist nicht bei Bewusstsein, könnte man sagen. Ein anderes Beispiel, was klarer für metaphysische Personalität bei nichtmenschlichen Wesen sprechen würde, sind Tiere. Einige Philosophinnen und Philosophen vertreten die Ansicht, dass manche Tiere Personen sind, dass manche Tiere also kognitiv weit genug entwickelt sind, um sie als Personen betrachten zu können. Kandidaten, die da oft genannt werden, sind zum Beispiel hochentwickelte Menschenaffen, also Schimpansen, Gorillas zum Beispiel, oder Delfine. Das ist aktuell eine in der Tierethik und Tierphilosophie sehr, sehr intensiv geführte Debatte, auch natürlich hinsichtlich der ethischen und juristischen Implikationen, die das haben könnte, wenn es Gründe gäbe, bestimmte Tiere als Personen zu betrachten. Dann müsste sich unser Verhalten diesen Tieren gegenüber ganz massiv ändern, weil wir sie ebenso wie andere Menschen als Personen betrachten müssten und eben nicht nur als nicht-personale Lebewesen.
Andere Beispiele wären, also zumindest Beispiele für theoretisch denkbare, nicht menschliche Personen, außerirdische oder künstliche Intelligenzen. Die könnten ja ebenfalls Merkmale aufweisen, die es rechtfertigen, sie als Personen zu betrachten. Allerdings bisher hat man kein schlagendes Beispiel dafür gefunden, dass es so etwas gibt, was auch nur annähernd diskussionswürdig wäre. Oder gehen Sie nochmal in den religiösen Kontext rein. Auch da gibt es nichtmenschliche Personen. Zum Beispiel wäre Gott eine nichtmenschliche Person. Die Götter des antiken Griechenlands sind nichtmenschliche Personen. Engel sind auch nichtmenschliche Personen. Geister, Dämonen und so weiter und so fort. Alles voll von nichtmenschlichen Personen. Ob es die natürlich gibt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber wenn es solche Wesen gibt, dann sind sie klarerweise nichtmenschliche Personen. Für Unsterblichkeit heißt das jetzt, also für unsere Frage nach der Unsterblichkeit, heißt diese Trennung von Mensch und Person, Leben nach dem Tod muss nicht zwangsläufig bedeuten, als Mensch weiterzuleben. Es geht um ein personales Weiterleben nach dem Tod und dieses personale Weiterleben kann auch in nichtmenschlicher Form personal sein. Ich könnte also nach meinem Tod in einer nichtmenschlichen, aber dennoch personalen Form weiter existieren. Der Personenbegriff jedenfalls gibt das her. Also, Personen sind nicht unbedingt Menschen und umgekehrt. Aber was sind Personen denn dann? Naja, eine sehr wichtige moderne Erläuterung des Personenbegriffs stammt vom amerikanischen Philosophen Daniel Dennett. Dennett hat in den 70er Jahren einen sehr bekannt gewordenen Aufsatz geschrieben über das Konzept der Person und sagt darin, Person zu sein heißt vor allen Dingen, sechs Merkmale aufzuweisen. Diese sechs Merkmale sind in der Reihenfolge, in der er sie nennt, erstens Rationalität, zweitens Bewusstsein, drittens eine Einstellung, die man zum Wesen einnimmt, viertens Reziprozität, fünftens Sprache und sechstens Selbstbewusstsein. Kurze Erläuterung zu diesen einzelnen Punkten. Die Liste insgesamt ist zu verstehen als eine Art Stufenfolge, das heißt, die höheren Merkmale bauen für Dennett auf den niedrigeren auf. Es fängt an mit Punkt 1, Rationalität. Rationalität, das ist ja fast schon selbsterklärend, es heißt, vernünftig denken und vernünftig handeln zu können. Also Personen können sich beispielsweise Ziele setzen und sie können geeignete Mittel wählen, um diese Ziele zu erreichen. Beispiel, wenn ich Arzt werden möchte, wenn das mein Ziel ist, dann ist es sinnvoll, Medizin zu studieren und um Medizin studieren zu können, ist es sinnvoll, ein gutes Abi zu machen. Wenn ich also Arzt werden will und vernünftig bin, dann werde ich mich darum bemühen, ein gutes Abi zu machen, denn das ist das Mittel, das dem Erreichen meines Ziels dient. Ein vernünftiges Wesen wird ein solches Mittel wählen, das geeignet ist, um das Ziel zu erreichen, den es anstrebt. Wenn ich hingegen denke, dass ich Arzt werde, indem ich möglichst viele Staffeln Grey's Anatomy oder sowas gucke, dann bin ich irrational. Ich wähle ein Mittel, das nicht geeignet ist, mein Ziel zu erreichen. Es passt nicht zu meinem Ziel. Deswegen verhalte ich mich irrational. Um Person sein zu können, muss man in der Lage sein, vernünftig zu sein. Also muss man vernünftig denken und handeln können. Ein Wesen, das sich permanent irrational verhält, würden wir niemals als Person anerkennen können. Punkt 2, das Bewusstsein. Naja, Bewusstsein heißt ganz einfach, auch das ist irgendwie intuitiv schon relativ klar, intentionale Zustände haben. Das wäre die etwas technischere Erläuterung. Also ein intentionaler Zustand wäre zum Beispiel zu denken, dass heute Montag ist, zu hoffen, dass am Wochenende die Sonne scheint oder zu wünschen, dass schon Freitag wäre und so weiter und so fort. Alles das, was einen solchen Das-Satz nach sich zieht, das ist oder beinhaltet eine intentionale Einstellung. Solche intentionalen Einstellungen machen für Dennett das Bewusstsein aus. Ein Wesen, das solche Einstellungen hat, die mit einem Das-Satz beschrieben werden können, hat ein Bewusstsein, hat intentionale Einstellungen. Dritter Punkt, die Einstellung, die man zum Wesen einnimmt. Das bedeutet, dass andere mich als ein bewusstes und rationales Wesen anerkennen müssen. Ob ein Stein Bewusstsein hat und vernünftig ist, wissen wir letzten Endes nicht. Also vielleicht will der Stein ja sogar den Abhang runterrollen, nachdem ich ihn getreten habe. Vielleicht ist das nicht einfach nur eine rein kausale, physikalische Ursache-Wirkung-Relation, sondern ich trete den Stein und der Stein fasst dann spontan den Entschluss, oh, jetzt möchte ich aber gerne den Felsen, den Abhang runterrollen und tut das dann auch.
Wir wissen es nicht, aber wir behandeln den Stein halt eben nicht so. Wir behandeln ihn nicht als ein vernünftiges Wesen, das Absichten und Ziele hat und entsprechend handelt, sondern wir behandeln ihn als, naja, einen Stein eben. Wir behandeln ihn nicht so, deswegen kann er niemals eine Person sein. Für Dennett gehören diese drei Punkte, also 1 bis 3, zusammen. Intentionalität, Rationalität und Einstellung. Die drei zusammen nennt er ein intentionales System. Warum? Weil diese drei Punkte sich wechselseitig bedingen. Man kann nicht rational sein, ohne bei Bewusstsein zu sein. Und man kann nicht rational sein, ohne von anderen zugleich als rational anerkannt zu werden. Diese drei gibt es also nur im Paket. Und dieses Paket nennt Dennett das intentionale System. Personen sind intentionale Systeme. Aber das Umgekehrte gilt nicht. Nicht jedes intentionale System ist auch zugleich eine Person. Also nehmen Sie als Beispiel eine Maus. Eine Maus ist ein intentionales System. Sie hat zum Beispiel Bewusstseinszustände, wenn sie Speck essen möchte oder sowas. Also die Maus will Speck essen, das ist ein bewusster Zustand, dass sie etwas will. Und entsprechend sagen wir, die Maus hat ein Bewusstsein. Sie ist auch vernünftig. Sie kann zum Beispiel den kürzesten Weg durch ein Labyrinth suchen, um an den Speck zu kommen oder so etwas. Und auch wir behandeln sie als ein intentionales System. Ich kann zum Beispiel sagen, die Maus hat mich gesehen und hatte Angst vor mir, deswegen ist sie weggelaufen. Dann behandle ich die Maus als etwas, das bewusste Wahrnehmung haben kann und das entsprechend dieser Wahrnehmung rationale Schlüsse ziehen kann, was jetzt das Beste wäre und entsprechend ihr Handeln daran anpasst. Sie sieht mich und sie läuft weg. Also, Mäuse sind intentionale Systeme, aber sie sind noch keine Personen. Um Person zu sein, braucht man noch etwas mehr. Person zu sein heißt nämlich noch zusätzlich zu dem Faktor intentionales System die drei höherstufigen Bedingungen zu erfüllen. Damit kommen wir zum Punkt Nummer 4, die Reziprozität. Reziprozität bedeutet, sich gegenseitig als intentionales System anzuerkennen und auch so zu behandeln. Also nicht bloß von anderen anerkannt zu werden als intentionales System, sondern im Gegenzug auch den anderen als intentionales System anzuerkennen. Also eine wechselseitige Anerkennung, deswegen Reziprozität. Ich kann beispielsweise meine Zimmerpflanze gießen, weil ich will, dass sie wächst. Aber die Pflanze, die erkennt nicht, dass ich will, dass sie wächst. Sie wächst einfach so. Sie wächst, weil Pflanzen nun mal wachsen, wenn man sie gießt, und sie wächst nicht, weil ich will, dass sie wächst. Sie erkennt meine Absicht nicht, sie erkennt mich nicht als intentionales System. In diesem Fall hätten wir also nur ein einseitiges intentionales System, also kein wechselseitiges Anerkennen als intentionales System, sondern nur auf einer Seite. Und da wäre die Bedingung der Reziprozität dann nicht erfüllt. Reziprozität liegt dann vor, wenn ich und mein Gegenüber uns wechselseitig als intentionale Systeme anerkennen können. Das funktioniert zum Beispiel auch ja, mit mir und meinem Haustier. Also wenn ich meinen Hund rufe zum Spazierengehen und der kommt angelaufen, dann erkennt er mich als ein intentionales System an. Er versteht, dass ich möchte, dass wir jetzt spielen gehen und ich erkenne meinen Hund als intentionales System an. Indem ich ihn rufe, gehe ich davon aus, dass er verstehen wird, was ich von ihm will und dass er bestimmte intentionale Einstellungen dazu hat und so weiter und so fort. Reziprozität alleine genügt aber noch nicht für Personalität, sondern es muss auch Bedingung Nummer 5, die Sprache, erfüllt sein. Sprache, damit ist hier gemeint die Fähigkeit zur Kommunikation. Es muss nicht unbedingt verbale Sprache sein, also jedwede andere Form von Kommunikation ist auch in Ordnung. Was mit Kommunikation hier gemeint ist, das ist ein bisschen kompliziert. Da müssen wir an der Stelle auch nicht intensiver drauf eingehen. Das hat bei Dennett sehr viel mit einer Form von höherstufiger Intentionalität zu tun. Das Wichtige ist hier, dass man kommuniziert, wenn man die Absichten des anderen wechselseitig erkennen kann. Also eine Person kann mit einer anderen Person sprechen. Deswegen werden eben viele Tiere normalerweise nicht als Personen anerkannt, weil diese Sprachfähigkeit außer bei Menschen eigentlich nirgends anzutreffen ist. Es gibt so ein paar umstrittene Fälle, was zum Beispiel Delfine und Menschenaffen angeht, wo man sagt, dass die vielleicht doch rudimentäre Sprachfähigkeiten haben, aber so klare Beispiele stehen bisher noch aus. Also Personen teilen anderen Personen mit, was sie denken. Ich denke etwas, mein Gegenüber erkennt, was ich denke, weil ich es sage, und ich weiß, dass mein Gegenüber das erkennt. Wir haben es also mit einer Form der höherstufigen Intentionalität zu tun, die noch über dieses Reziprozitätserleben in Bedingung Nummer 4 hinausgeht.
Aber das müssen wir im anderen Seminar mal ein bisschen genauer diskutieren. Bedingung Nummer 6, die letzte Bedingung, ist die Selbstbewusstseinsbedingung. Und Selbstbewusstsein, das bedeutet jetzt, sich selbst wie einen anderen betrachten zu können. Das heißt, ich kann mir meine eigenen Gedanken, meine Wünsche und so weiter bewusst sein, so wie ich mir der Gedanken und Wünsche eines anderen bewusst bin. Und wann ist das der Fall? Nun, das ist dann der Fall, wenn ich eine Einstellung zu meinen eigenen Gedanken und Wünschen haben kann. Also ich kann zum Beispiel wissen, ich kann mir bewusst sein, dass ich gern die ganze Tafel Schokolade essen möchte. Und trotzdem kann ich nicht wollen, dass ich das will. Ich bin mir meines Wunsches, die ganze Tafel Schokolade zu essen, bewusst. Deswegen, weil ich eine Einstellung zu diesem Wunsch habe. Nämlich, ich will diesen Wunsch nicht haben. Ich habe nicht einfach nur den Wunsch, die Tafel Schokolade zu essen. Das können jede Menge Lebewesen haben. Also auch der Hund kann den Wunsch haben, die Wurst aufzufressen oder so etwas. Aber im Gegensatz zum Hund kann ich mir meines Wunsches, die ganze Tafel Schokolade zu essen, bewusst sein, weil ich bereit bin oder weil ich in der Lage dazu bin, eine Einstellung zu diesem Wunsch einzunehmen. Nämlich ihn abzulehnen oder ihn zu befürworten. Wesen, die diese Eigenschaften haben, sagt Dennett jetzt, die nennen wir Personen. Also wenn sie diese 6 Eigenschaften erfüllen, dann werden sie normalerweise als Person angesprochen. Das Problem, und das sagt auch Dennett an der Stelle, es ist nicht objektiv zweifelsfrei zu bestimmen, ob solche Eigenschaften vorliegen oder nicht. Jede dieser Zuschreibungen, Rationalität, Intentionalität, Reziprozität und so weiter und so fort. Jede dieser Zuschreibungen ist nicht einfach eine Feststellung von Tatsachen, die objektiv gesehen vorliegen, sondern es ist eine Bewertung von Tatsachen. Also, ich werte das, was jemand oder etwas tut, als vernünftig oder als unvernünftig. Die Laute, die ich produziere, wenn ich hier so sitze und rede, die werten sie als Sprache. Das heißt, sie betrachten mich als Person, weil ich die Bedingung Sprachlichkeit erfülle. Aber dass diese Laute hier als Sprache interpretiert werden von ihnen, das beruht auch, und da wird die ganze Sache zirkulär, darauf, dass sie mich als Person betrachten. Das heißt, objektiv gesehen ist gar nicht ohne weiteres festzustellen, welche Bedingungen jetzt erfüllt sind und welche nicht, weil es eben kein objektives Faktum gibt, ob diese Bedingungen vorliegen oder nicht. Das heißt, letzten Endes ist niemals absolut klar, ob jemand oder etwas wirklich eine Person ist. Für unsere Unsterblichkeitsthematik heißt das jetzt, wir werden nie mit absoluter Sicherheit sagen können, ob zum Beispiel eine körperlose Seele, eine Person ist oder als Person anerkannt werden muss, weil eben die Bezeichnung als Person immer schon eine Wertung von Tatsachen einschließt und nicht bloß eine Feststellung von Tatsachen ist. Damit hätten wir jetzt den Begriff der Person einigermaßen geklärt. Bleibt noch der Begriff der personalen Identität. Was ist denn jetzt eigentlich personale Identität? Auch hier ist es sinnvoll, erstmal damit anzufangen, dass wir den Begriff Identität ein bisschen genauer auseinandernehmen und verschiedene Bedeutungen von personaler Identität im normalen Gebrauch voneinander abgrenzen. Zum einen spricht man nämlich von der Identität der Person im Sinne von sozialer Identität. Also meine Identität ist dann das, was im Personalausweis steht. Also ja, das, worum es geht, wenn ich die Identität von jemandem feststellen möchte, beispielsweise bei der Einreise am Zoll oder was weiß ich was. Es ist einfach das, was die Frage beantwortet, wer ist das? Eine solche soziale Identität ist natürlich ein soziales Konstrukt, das an bestimmten körperlichen Merkmalen normalerweise festgemacht wird, also meine Fingerabdrücke oder Augenfarbe oder Größe oder was weiß ich was. Diese soziale Identität, das ist natürlich nicht die Form von Identität, die wir suchen, denn auch wenn sich meine soziale Identität ändert, bleibe ich doch noch als Person derselbe wie vorher. Ich bin immer noch ich. Also stellen Sie sich vor, Sie wandern aus in ein anderes Land und lassen alles zurück. Sie nehmen einen neuen Namen an, Sie lassen Ihre ganze Familie zurück, Sie brechen alle Verbindungen zu Ihrem früheren Leben ab und starten nochmal ganz von vorne. Ihre soziale Identität hat sich dann natürlich geändert, aber sie sind nicht jemand anders geworden. Sie sind immer noch sie selbst, auch wenn sie jetzt eben nicht mehr denselben Namen tragen oder dasselbe Leben führen wie vorher. Sie bleiben dieselbe Person. Dann gibt es noch
Identität der Person im Sinne von Identität als ein Selbstmodell. Also eine Antwort auch wieder auf die Frage, wer bin ich, aber dann im Sinne von, was macht mich zu der Person, die ich bin. Das ist ein ziemlich wichtiger, auch philosophisch wichtiger Sinn von Identität. Insbesondere in vielen Debatten in der Gegenwart spielt dieses Konzept von Identität eine wichtige Rolle. Wenn Sie sich nämlich beispielsweise sowas wie Identitätspolitik anschauen, dann werden Sie feststellen, dass hier dieses Konzept von Identität im Zentrum steht. Es ist nämlich gemeint, es gibt bestimmte Eigenschaften, die mich ausmachen, also die mich individuieren. Das heißt, von anderen unterscheiden und zu dem spezifischen Individuum machen, das ich bin. Also meine Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen beispielsweise definiert mich als Individuum, drückt meine Identität aus. Und in der Identitätspolitik geht es dann eben um die Frage, inwiefern die Zugehörigkeit zu solchen Gruppen und deren Einfluss auf meine Identität von anderen anerkannt oder respektiert werden muss. Das ist natürlich ein wichtiger Sinn von Identität, aber auch das ist nicht der Sinn von Identität, nach dem wir suchen, wenn wir uns fragen, wie kann meine Identität als Person über den Tod hinaus weiter bestehen. Denn mit dem Tod könnten ja beispielsweise eine Menge soziale Gruppenzugehörigkeiten, die meine Identität bestimmen, aufhören. Trotzdem heißt das nicht, dass ich meine Identität verliere, wenn ich sterbe. Gesucht ist nämlich die dritte Bedeutung, die metaphysische Identität der Person. Und damit ist gemeint, was macht eine Person zu derselben Person? Also was garantiert die Einheit einer Person? Dass es sich also um ein und dieselbe Person handelt und nicht um zwei Personen oder mehr. Eine solche metaphysische Identität ist also eine numerische Identität. Und damit meinen wir eine Identität der Zahl nach. Der Zahl nach identisch zu sein heißt nur ein einziges Ding zu sein und nicht mehr. Von dieser numerischen Identität muss man nochmal unterscheiden, die qualitative Identität. Die liegt nämlich dann vor, wenn mehrere Dinge gleiche Eigenschaften haben. Also zwei identische Autos beispielsweise sind qualitativ identisch. Sie haben die gleichen Bauteile, sie haben die gleiche Farbe, sie haben die gleiche Form und so weiter und so fort. Aber sie sind natürlich nur qualitativ und nicht numerisch identisch. Sie sind zwei Autos und nicht eins. Wenn Sie einen identischen Zwilling haben, dann sind Sie und Ihr Zwilling qualitativ identisch. Sie sind aber nicht numerisch identisch, denn Sie sind nicht dieselbe Person. Sie sind der Zahl nach zwei Personen und nicht eine. Ich hingegen, und Sie auch, ich bin mit mir selbst numerisch identisch. Und zwar nur mit mir. Ich bin mit mir selbst und mit sonst nichts numerisch identisch. Ich bin nämlich einer und ich bin niemals zwei Personen. Komischerweise allerdings bin ich mit mir selbst nicht qualitativ identisch und Ihnen geht es da wahrscheinlich genauso. Meine Eigenschaften ändern sich ja im Laufe der Zeit andauernd. Mein Körper wird erstmal größer, dann verändert er sich, die Haare fallen aus, der Bauch wird dicker, was weiß ich was. Und auch mein Körper, meine geistigen Merkmale ändern sich. Also die Gedanken, die ich habe, die Überzeugungen, die ich habe, vielleicht sogar Charaktereigenschaften, alles das wandelt sich permanent. Sodass ich, obwohl ich qualitativ nicht mit mir identisch bleibe im Laufe der Zeit, numerisch trotzdem identisch mit mir selbst bin und immer nur einer bleibe. Darum geht es jetzt bei der Frage nach der personalen Identität. Wie kann es eine numerische Identität der Person geben, trotz der qualitativen Veränderungen, die sie durchläuft? Ich bin eine Person und Sie sind es wahrscheinlich auch. Wir beide waren vor 10 Jahren schon da. Gehe ich mal von aus. Es wäre komisch, wenn Sie noch weniger als 10 Jahre da sind und bereits anfangen, meine Videos auf YouTube zu gucken. Aber egal. Wir beide waren vor 10 Jahren da. Heute sind wir noch dieselben Personen wie damals. Ich bin ich vor 10 Jahren und Sie sind Sie vor 10 Jahren. Wir sind nicht zwischendurch jemand anderes geworden. Aber warum? Es hat sich doch so viel geändert. Unsere Körper haben sich geändert, unsere Gedanken, Überzeugungen, Charaktereigenschaften haben sich geändert. Wie kann man dann noch sagen, dass wir trotz all dieser Veränderungen heute noch die gleiche Person sind wie vor 10 Jahren? Das ist die Kernfrage, wenn es um das Problem der personalen Identität geht. Nun, typischerweise unterscheidet man 3 verschiedene Arten von Theorien, die diese Frage beantworten sollen. Da haben wir zum einen die Körpertheorien der Identität, dann die psychologischen Theorien der Identität und schließlich die sogenannten Further Fact, also weiteres Faktum-Theorien.
Schauen wir uns ganz kurz die drei verschiedenen nochmal an. Wir werden immer wieder im weiteren Verlauf unserer Diskussion auf diese Theorien zurückkommen und die nochmal mehr oder weniger intensiv diskutieren müssen. Also Körpertheorien. Nach einer körperlichen Theorie der personalen Identität heißt personale Identität Identität bzw. Kontinuität des Körpers. Mein Körper verändert sich zwar permanent, aber er bleibt natürlich derselbe Körper. Warum ist es derselbe Körper? Weil er kontinuierlich ist. Er verschwindet zu keinem Zeitpunkt aus der Existenz. Also mein Körper hört nicht irgendwann mal auf zu existieren, ist dann eine Zeit lang nicht da und dann erscheint er wieder, sondern vom ersten Moment seiner Existenz an bis zum letzten Moment seiner Existenz an ist er ununterbrochen da. Er verändert sich, aber er ist kontinuierlich. Ich bin dann eben diejenige Person, die diesen Körper hat. Und dieser Körper ist der Garant und das Kriterium meiner Identität. Das Problem solcher Theorien liegt natürlich darin, dass es zumindest rein konzeptuell vorstellbar ist, dass ich meinen Körper wechsle oder ihn verliere. Also stellen Sie sich so ein Freaky Friday-Szenario vor, dass Sie mit jemand anderem den Körper tauschen. Dann werden Sie nicht zu einer anderen Person, sondern Sie bleiben dieselbe Person, die Sie sind, aber Sie sind jetzt als dieselbe Person in einem anderen Körper. Also ich könnte meine personale Identität anscheinend auch ohne diesen speziellen Körper, den ich jetzt gerade habe, bewahren. Das ist für uns insofern wichtig, als dass die Vorstellung, als körperlose Seele weiter zu existieren, damit auf den ersten Blick nicht widersprüchlich erscheint. Körperlose Personen oder Personen mit einem anderen Körper sind offenbar grundsätzlich vorstellbar. Zumindest scheint es so. Es könnte natürlich sein, dass sich dann im weiteren Verlauf der Diskussion herausstellt, dass dieser Schein trügt und dass das eigentlich nicht vorstellbar ist, sondern dass es nur so aussieht, als wäre es vorstellbar. Aber darüber müssen wir später dann nochmal intensiver reden. Die psychologischen Theorien. Was ist mit einer psychologischen Theorie der personalen Identität gemeint? Nun, diese Theorien behaupten, personale Identität ist psychologische Kontinuität. Also zum Beispiel muss die Einheit meines Bewusstseinsstroms gewährleistet sein. Wenn mein Bewusstsein kontinuierlich fortläuft, dann kann es einen Wechsel des Körpers überleben. Also wenn es irgendeine kontinuierliche psychologische Relation zwischen den einzelnen Zuständen meines Bewusstseins gibt, dann gehören sie alle demselben Bewusstsein an, dann machen sie dieselbe Person aus. Der Klassiker einer solchen psychologischen Theorie, das ist John Lockes Erinnerungstheorie der personalen Identität. Grob gesagt behauptet diese Theorie, meine Identität erstreckt sich so weit wie meine Erinnerungen. Also ich weiß, dass ich doch derselbe bin wie vor 10 Jahren, weil ich mich daran erinnern kann, was vor 10 Jahren mit mir gewesen ist. Ich kann mich beispielsweise daran erinnern, wie ich als Kind zum ersten Mal einen Kopfsprung vom 3-Meter-Brett gemacht habe. Das heißt, ich war es, der diesen Sprung gemacht hat. Ich und die Person, die damals vom 3-Meter-Brett gesprungen sind, sind identisch, weil ich mich daran erinnern kann, dass ich darunter gesprungen bin. Gemeint ist natürlich hier, ich kann mich daran erinnern aus der Innenperspektive, also aus der Ich-Perspektive. Nur weil Sie gesehen haben, wie Ihr großer Bruder damals vom 3-Meter-Brett gesprungen ist, sind Sie nicht identisch mit Ihrem großen Bruder. Sie können sich daran erinnern, dass der gesprungen ist, aber Sie erinnern sich aus der Außenperspektive daran. Aber diese Erinnerungstheorie ist leider auch problematisch. Was ist nämlich mit Phasen der Bewusstlosigkeit, wie zum Beispiel im tiefen Schlaf? Oder was ist mit Erlebnissen, an die ich mich nicht erinnere? Hört meine personale Identität phasenweise auf? Wenn ich mich im Tiefschlaf befinde, bin ich nicht identisch mit der Person, die im Bett liegt und schläft? Oder was ist mit Dingen, an die ich mich nicht erinnern kann? Ich kann mich nicht an das erinnern, was ich im Alter von 2 oder 3 Jahren gemacht habe. Das ist die typische frühkindliche Amnesie, die eigentlich jeder Mensch hat. Bin ich also nicht identisch mit dieser Person, die ich damals gewesen bin? Das wäre ziemlich komisch, denn wer war das denn dann, der in den Kindergarten gegangen ist, wenn nicht ich? Also irgendwie müsste man diese Lücken in den Erinnerungen wegdiskutieren können, beziehungsweise klären können, wie Identität über diese Lücken hinweg aufrechterhalten werden kann. Und das ist zumindest auf den ersten Blick nicht ganz einfach. Ein anderes schwieriges Problem für solche Erinnerungstheorien ist das sogenannte Reed-Paradox, benannt nach Thomas Reed, der das als erster als Kritik an Locke vorgetragen hat. Sein Beispiel sieht folgendermaßen aus. Ein 40-jähriger Offizier erinnert sich daran, wie er als Junge im Alter von 10 Jahren Äpfel aus einem Garten gestohlen hat oder so etwas.
Im Alter von 40 Jahren erringt er auch einen wichtigen Sieg in einer Schlacht gegen den Feind, an den er sich später als alter General im Alter von 70 Jahren immer noch erinnert. Im Alter von 70 erinnert er sich also noch dran, was für einen bedeutenden Sieg er mit 40 Jahren errungen hat. Aber im Alter von 70 Jahren erinnert er sich nicht mehr daran, wie er als 10-jähriger Junge die Äpfel geklaut hat. Das ist jetzt allerdings eine paradoxe Situation, denn der 40-Jährige erinnert sich an das, was der 10-Jährige gemacht hat. Heißt nach Lockes Theorie, der 40-Jährige und der 10-Jährige sind identisch. Der 70-Jährige erinnert sich an das, was der 40-Jährige getan hat. Heißt auch wieder, der 70-Jährige und der 40-Jährige sind identisch. Aber der 70-Jährige erinnert sich nicht an das, was der 10-Jährige getan hat. Also sind der 70-Jährige und der 10-Jährige nicht identisch. Aber das ist komisch. Der 10-Jährige und der 40-Jährige sind identisch und der 40-Jährige und der 70-Jährige sind identisch, aber nicht der 70-Jährige und der 10-Jährige. A gleich B und B gleich C, aber A nicht gleich C, das kann nicht sein. Das ist paradox. Also muss irgendwas an der Theorie verkehrt sein. Und dritter wichtiger Kritikpunkt für diese Erinnerungstheorien. Wir haben eben gesagt, es kommt auf die Erinnerung aus der Innenperspektive an. Ich werde nicht zu einer anderen Person, indem ich mich daran erinnere, was eine andere Person getan hat, weil ich es beobachtet habe. Ich muss also eine Ich-Perspektive voraussetzen bei meinen Erinnerungen. Meine Erinnerungen sind die, die zählen, nicht die Erinnerung an das, was irgendjemand anderes getan hat. Aber setzt nicht diese Idee, die Erinnerung, also die Idee einer Ich-Perspektive, die Idee, dass es meine Erinnerungen sind und nicht die von jemand anderem, schon den Begriff eines Ichs voraus und damit eben die Idee einer personalen Identität. Es zählen nur meine Erinnerungen und meine Erlebnisse. Aber wie kann ich denn bitte klären, was meine Erinnerungen sind und was Erinnerungen an das sind, was jemand anderes erlebt hat oder was nur vermeintlich meine Erinnerungen sind? Es könnte ja auch falsche Erinnerungen geben. Wenn die Erinnerungen das Kriterium dafür sind, was ich ist und was mein Erlebnis ist. Also hier wird die ganze Sache zirkulär. In dem Konzept von meinen Erinnerungen, meinen wahren Erinnerungen im Gegensatz zu falschen Erinnerungen oder Erinnerungen von jemand anderem, da steckt schon die Voraussetzung der personalen Identität drin. Deswegen kann das Konzept von meinen Erinnerungen nicht als Begründung der personalen Identität herhalten. Also auch diese psychologischen Theorien sind massiven Problemen ausgesetzt. Schließlich noch die Further Fact-Theorie, die Nummer 3. Personale Identität beruht auf etwas anderem. Sie beruht demnach nicht auf der körperlichen und nicht auf der psychologischen Kontinuität. Was könnte das denn dann sein, wenn es nicht der Körper ist und wenn es nicht das Bewusstsein ist? Nun, eine Möglichkeit, und das ist die für uns besonders interessante, wäre zu sagen, sie beruht darauf, dass die gleiche Seele immer vorhanden ist. Die Seele, das ist dann eben der Träger meines Bewusstseins und es ist das, was meine Identität garantiert. Warum sind meine Erinnerungen meine? Das war eine wichtige Frage für Lockes Erinnerungstheorie. Die kann man mit der Seelentheorie ganz einfach beantworten, indem man sagt, naja, weil es eben bewusste Erlebnisse in meiner Seele waren. Das ist immer die gleiche Seele gewesen. Das Problem dieser Theorie liegt jetzt natürlich auch auf der Hand. Sie können sofort fragen, worin besteht denn dann bitte schön die Identität einer Seele? Was macht eine Seele zur selben Seele? Körperliche Merkmale oder psychische Zustände kommen natürlich nicht in Frage, denn die Seele soll ja gerade die Identität dieser Sachen wieder garantieren. Also Sie können nicht sagen, ich habe immer dieselbe Seele, weil ich den gleichen Körper habe. Nee, das Spiel soll ja umgekehrt laufen. Die Seele soll die Identität des Körpers garantieren. Und Sie können auch nicht sagen, ich habe immer dieselbe Seele, weil ich einen kontinuierlichen Bewusstseinsstrom habe. Nee, die Seele soll diesen Bewusstseinsstrom ja zusammenhalten. Aber was macht dann die Identität der Seele aus? Was ist das Kriterium dafür, dass wir es immer mit der gleichen Seele zu tun haben? Seelen sind per Definitionem immateriell und sie sind unsichtbar oder gar nicht empirisch wahrnehmbar. Was kommt denn dann überhaupt noch als Kriterium dafür in Frage, dass wir es mit der gleichen Seele zu tun haben? Das ist eine Frage, über die wir beim nächsten Mal noch ein bisschen intensiver sprechen müssen. Also so viel zu den Identitätstheorien und wir werden immer wieder auf diese drei Theorien und die Probleme, die sie mit sich bringen, zurückkommen im Laufe des Seminars. Fassen wir also an der Stelle kurz zusammen. Wenn es um ein Leben nach dem Tod geht und wenn es um die Frage geht, ob ein Leben nach dem Tod möglich ist, müssen wir prinzipiell immer zwei Fragen im Hinterkopf behalten. Nämlich erstens, ist das, was nach dem Tod weiter existiert, noch eine Person?
Kann das, was nach dem Tod weiter existiert, die wesentlichen Merkmale der Personalität weiter aufrechterhalten oder funktioniert das nicht? Wenn nein, also wenn es sie nicht aufrechterhalten kann, dann ist es eben kein personales Leben nach dem Tod und dann habe ich aufgehört zu existieren als Person, egal was nach meinem Tod sonst noch passieren möchte. Und zweite Frage, bleibe ich nach dem Tod die Person, die ich vorher war? Also wie kann meine Identität bewahrt werden über den Tod hinaus? Welche Theorie von Identität liegt der jeweiligen Vorstellung vom Leben nach dem Tod zugrunde? Und wie kann diese Vorstellung vom Leben nach dem Tod mit den Schwierigkeiten, die wir genannt haben, umgehen? Aber das, wie gesagt, das schauen wir uns dann bei den nächsten Malen ein bisschen intensiver an.